So, dann kommen wir zur achten Frage. Verzeihung. Das ist jetzt die erste Frage, wo es auch Minuspunkte geben kann bei einer falschen. Und sie fängt an mit Call of Duty World at War. Wie heißt der Russe, welcher einen die ganze Kampagne begleitet? Ist es A. Dimitri? Ist es B. Sergei? Oder wie spricht man ihn aus? Sergei? Sergei? Nein, man spricht jetzt Sergei. Sergei, ja, das Sergei. passt schon. Ja? C. Kozlov oder D. Reznov? Gute Frage. Was für ein COD-Teil war das? World at War. 5. Schrägstrich Call of Duty 5. Aga und Carlo haben eingeloggt. Einer von euch zwei ist richtig, einer falsch. Super. René hat eingeloggt. Ja, René sagt, es ist Dimitri. René, das ist leider zu offensichtlich. Ist leider falsch. Aga hat gesagt, es ist Kozlov. C. Ist leider auch falsch. Was? Ja. Reznor? Ja, Reznov ist richtig. Carlo Kann ich hat mich noch die gut erinnern? richtige Antwort. Ja. Ich hab versucht, russische Namen zu nehmen, damit ich euch ein bisschen verwirre. Hast du ja. Das ist eh gut. Dimitri hat das super. Ich hätte mal echt gedacht, es könnte Dings wieder sein. Kozlov. Aber ewig. Er hat es nicht ein paar Teile gespielt, weil Rezno kommt in mehreren Teilen vor. Da kommt in mindestens drei, vier Teilen so Ich habe vor. nie, ich habe bei keinem Call of Duty außer bei Black Ops 2 habe ich die Kampagne gespielt. Okay, ja, die ersten drei, vier Call of Duty, die ich gespielt habe, habe ich schon die Nein, mich hat es Kampagnen nicht gespielt und da ist interessiert. er mindestens zweimal vorkommen. So. Das heißt, neuer Punktestand: Carlo schießt in Führung mit 7 Punkten. Wow. Und René auf 2 Punkte Na, und Moment, Aga. muss ich korrigieren. 6 Punkte habe ich. Ah, ja, 6, ja, genau, 2 Punkte Was kommen dazu. hat das jetzt 2 Punkte gezählt oder Genau, eins? zwei Punkte. Also ich krieg 2 Punkte jetzt für die. Genau. So, dann habe ich jetzt 7. Entschuldige, Dann ne? passt 10. sie. Ja, dann passt sie. Okay, 7 Punkte. entschuldige. Minus ein Punkt für eine falsche Antwort. Das heißt, Aga ist bei einem Punkt und René bei 2 Punkten. Ja, nicht so viel lachen, der Metaherz ist mit 12 Punkten oder so schon in Führung gegangen. Und dann habe ich Ja, ihn Ops genommen. dann ist schief gegangen. Ja, alles gut. So, Bitte nicht, Lager. aber wir haben gleich noch eine Call of Duty Frage bei der 9. Frage. Und zwar Black Ops 3. Wie viele Waffenklassen gibt es in Black Ops 3? A9, B10, C7 oder D8? Da müsste ich jetzt zählen, aber ich habe Black Ops 3 ehrlich gesagt nicht gespielt. Ich bin bei Black Ops 2 ausgestiegen. Ich Ich bin habe seitdem Black Ops 3 wieder raus. gespielt. Ich hab das sogar gesüchtelt, Mann, aber boah, Aber Bruder. das sind so Details, das merkt man sich nicht. Ich habe Na, gar jetzt nicht. müsste man jetzt im Kopf nachzählen, so, ne? Wenn man sich Nicht einmal daran in erinnert. Warzone würde ich es jetzt wissen. Ich auch nicht, Mann. Was waren die Zahlen? A9, 9. B10, C7 oder D8? Gute Frage. René hat eingeloggt. Ich logge auch mal ein. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, welches ABC das war, aber die zahlt einfach. Ich hoffe, dass das nicht irgendwas bei dir. René hat gesagt C7, das ist leider falsch, René. Ah, das gibt's nicht. Leider falsch. Carlo und Aga liegen richtig mit A. Es sind 9. Bist du Neun. einer sicher? Neun Ich habe neun gleich von Anfang an, so ich habe 3 Punkte an der Das haben wir auch irgendwie so. 2 Punkte wieder, gell? Genau, zwei. Es gibt jetzt ab jetzt 2 Punkte für jede richtige Antwort. Und einen Minuspunkt für jede falsche. Die Burschen geben Gas. René ist auf einen Punkt gefallen, Aga auf 3 Punkte und Carlo auf. Wie viel bist du jetzt? 5, Du 7, 9, ne? machst dich keine Sorge, ich habe dann eh, falls der Easy noch frech wird, gehe ich ihn dann eh besuchen. Ich habe ja auch einen Kollegen im Hintergrund, Ja, ich sehe den. also. Das ist sowas, die Der ist halt probiert selbst gemacht. Der ist halt selbst geschnitzt. Okay, na, meiner selbst bestellt. Haben wir Aber zwar der schon gleich. mehr kosten dürfen. Das hat mir gut so. geschmeckt. Brauchst du es zum Zocken, oder? Genau. Nee, Das ist ab und zu ganz nützlich eigentlich. Ja, Genau. damit anstatt dass der Controller leiden muss, einfach nur die Wand leiden. Du hast.
Kommen wir zur nächsten Frage. Frage 10, da geht es um World of Warcraft. Ja, Aga spielt es zwar, aber ich schau mal. Ich habe mich bei dieser Frage auch vertan und ich glaube, du wirst dich auch vertun. Welchem Volk gehörte Sylvanas an, bevor sie zur Untotin wurde? Ist es A, die Blutelfen? Ist es B, die Hochelfen? Ist es C, die Nachtelfen? Oder ist es D, die Rheinelfen? Das weiß ich sogar. Was dann, sag nochmal die Frage bitte. Welchem Volk gehörte Sylvanas an, bevor sie zur Untotin wurde? Oh mein Gott. A, Blutelfin, B, Hochelfin, C, Nachtelfin oder D, Rheinelfin? Aga und Karl haben, ihr habt alle das gleiche eingeloggt. Ich habe gar nichts eingeloggt, Mann. Das ist noch von der vorigen. Ah ja, ist schon eingeloggt. Ich habe eingeloggt, ja. Ich habe eingeloggt, ja. Genau, René hat eingeloggt. Ja, Entschuldige, bei dir ist noch offen gestanden, deswegen. Ja, ich habe keine Ahnung, ich mache es einfach so. Okay. Das heißt, wir haben zweimal die gleiche Antwort vom René und vom Carlo. Und die beiden sagen, es ist A. Das wäre zu offensichtlich. Ja, das ist leider falsch. War es Nachtelfen? Nein, waren es auch nicht. Nämlich Agat richtig geraten mit. Das waren die Hochelfen. Die Hochelfen. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne ja, die darum gibt es ja. Die hat es ja nicht gegeben. Darum. Ja, die gibt es ja nicht im Spiel, die gibt es nur in der Lore eigentlich. Okay. Die Hochelfen oder was? Genau. So, man weiß das halt wirklich nur, wenn man sich mit der Lore beschäftigt hat. Vom Spiel selber kann man das gar nicht. Ich will euch nur sagen, macht's bitte einen Punkt weniger bei euch, gell? Achso, ja. Ja, stimmt. Super. Ich bin's! Mit 5 Punkten, oder? Wir haben den auf Null! Leider auf Null gegangen. Er ist unser Krisi von der letzten Runde. Und wir haben Carlo mit 8 Punkten, ne? Ja. Und Aga mit 5 Punkten. Brother, I'm watching you. I'm coming to you. Ja. Schade. So, jetzt graben wir mal diese alten Spiele aus. Nur meine Rücken sehen. Jetzt wird es immer schlimmer. Assassin's Creed 2. Ich hoffe, das hat einer von euch gespielt. Nein. Das war nicht Brotherhood, nein. Brotherhood war, glaube ich, Brotherhood war ja. nach Assassin's Creed 2. Genau. Gegen welche Organisation muss man kämpfen in Assassin's Creed 2? Sind das A, die Assassinen, B, die Wikinger, C, die Templer oder D, die Red Army? Ich sag alles. Es könnte schon wieder offensichtlich sein, aber diesmal ist es sicher nicht offensichtlich. Ich denke genauso wie du, aber ich habe es nicht genommen. Lieber René, es ist wirklich, du hast gerade entweder eine Pechsträhne oder ich weiß nicht. Ja! Ja. Jetzt ist es offensichtlich. Nein, du hast eine Pechsträhne, habe ich gesagt. Ja, offensichtlich falsch. Ja, leider. Red Army weiß nicht. Red Army war D, ne? Ja, war D. Aga und Carlo haben gesagt C, die Templer. Und das ist richtig. Ja, das ist sicher, ey. Da haben wir wieder. Ich meine, gut, René, du bleibst bei 0 dabei. Jawohl. 10 und 7. Jederzeit, gell, könnt ihr einwerfen, falls ihr was zocken wollt. Aber ihr könnt's. Ich sag, Joker können wir auch nutzen, ne? Genau, du kannst ja auch jederzeit nutzen. Ich habe ja nichts zum Zocken, was soll ich wohl machen? Ja. Ich setze 0 Punkte und gewinne 0. Ist aber auch nicht schlecht, wenn euch die Joker aufbewahrt bis zur letzten Phase, wo ihr dann 2 Minuspunkte bekommt pro falsche Antwort. Ist das schon gut, wenn man sich die Joker dann aufbewahrt. Kommen wir zur 12. Frage. League of Legends. Also LOL-Frage. Wie heißt das teuerste Item? Ist es Tiamat? Ist es B, Trinity Force? Stärke der Dreieinigkeit? Ist es C, Hextech Gunblade? Oder ist es D, Infinity Edge Klinge der Unverzeihlicher?
Okay, ich nehme Telefonjoker. Ich möchte Telefonjoker nehmen. Okay, dann warten wir mal auf Aga. Bis jetzt weiß ich gar nichts, nur raten. Sehr gut. René hat eingeloggt. Ja, ich muss auch noch raten, ehrlich gesagt. Und ich kenne auch keinen Hardcore-LOL-Zocker jetzt persönlich. Waren beide eingeloggt. Du kannst, wenn du möchtest, jetzt deinen Telefonjoker nutzen, Aga. Mhm. Und Karl, du lustigerweise kennst du jemanden, der... Ja, ich weiß der Chris, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie Hardcore der da drin ist. Ja, ja, schon. Wie bekannt diese Info ist, weißt du, ich kann das jetzt echt nicht einschätzen. Naja gut, was das teuerste Item in einem Spiel ist, ich glaube als Standardspieler von einem Spiel solltest du das schon wissen. Das ist so, keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass man Items kaufen kann in dem Spiel. In LoL musst du ja alles kaufen. Das sind das nicht nur Skins eigentlich? Servus, mein Lieber. Servus. Danke für den Rückruf. Und zwar, es geht um Folgendes. Was ist das teuerste Item in LoL, was man kaufen kann? Auf Deutsch oder Englisch? Warte, ich sag dir nochmal die Antwortmöglichkeiten. A ist? Tiamat. Yamat? Tiamat. Tiamat, entschuldige, Tiamat. B? Dann B. Trinity Force? Trinity Force? Das ist es. Warte. C? Hextech Gunblade? Hextech Gunblade? Oder D? Infinity Edge? Oder D? Infinity Edge? B. B. Ich logge ein mit B. Ja. Passt. Danke dir, mein Lieber. Geil. Also, das freut mich. Ja, das freut alle, weil alle haben B eingeloggt und alle liegen. Nein, ich hätte meinen Joker nicht. Aber ich hätte, glaube ich, A gewählt. Egal, ich habe meine 9 Punkte, alles gut. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt kommen wir an. Ja, René bei 2 Punkten, Carlo bei, ich glaube, 11 oder wie viel bist du jetzt? Jetzt sollten es 12 sein. 12. Genau, 12. Und Aga bei 9, ne? Aga? Langsam geht es. Ja, ich bedanke mich nochmal kurz hier. Pikmin. Ich weiß nicht, wer von euch mal Nintendo-Liebhaber war und gerne Nintendo gespielt hat. Pikmin ist ein Spiel von... Pikmin ist ein Spiel vom Nintendo. Ich glaube, Nintendo GameCube kam es als erstes Mal raus. Und die Frage ist, welche Pikmin-Art findet Olimar als erstes? Olimar ist der Hauptcharakter, den du steuerst. Der ist von Pikmin? Ja, Olimar. Die gibt's auch in Smash Brothers. Ich kenne den vom Smash Brothers. Ich kenne auch von Smash Brothers. Und er ist ein Geheimnis für mich, ohne Spaß. Und er ist der Hauptcharakter in dem Spiel Pikmin eben. Mhm. Und welche Pikmin-Art findet er als erstes in diesem Spiel? Sind das A, die gelben Pikmin, B, die blauen Pikmin, C, die roten Pikmin oder D, die weißen Pikmin? Macht's mir schwach. Ja, ich sage ja, der kommt mit Fragen, Alter, das ist ja nicht. Er macht's mir schwach. Oder weißt du die? Aga und René, ich? Ja. Ich hätte es gewusst, ja. Was kann der Weiße? Kannst du weit werfen. Okay. Der Rote ist so Feuer, gell? Naja, der Rote ist... Ja, ich kann dir jetzt nicht alles sagen, weil sonst würdest du es wissen. Ach so, okay, weil eine von diesen Farben, die haben keine besondere Art, die werden einfach nur Standard. Und wenn ich das sagen würde, würdest du wissen, okay, wenn Standard ist, müsste das als erstes sein. Okay, ich muss gestehen, so irgendwas wollte ich hier rausfiltern. Also, okay, ich. Rot war C, gell? Ja. René hat eingeloggt, Aga hat eingeloggt und Carlo hat eingeloggt. Aga, du sagst die Blauen. Das ist leider falsch, die Blauen ist die dritte Art, die ihr findet. Okay. Ja, und nie gespielt. René und Carlo, minus 2 Punkte. Nein, ich vertue mich jedes Mal. Eins. Ja, es sind plus 2, minus 1. Ja, ja, ja. Und Carlo und René liegen richtig mit C, rote Pikmin. GG. Das ist die Standard-Pikmin, deswegen, ich hatte nichts zu sagen bei Rot, wenn du mich gefragt hast, was ist mit Rot, ich wollte Standard sagen. Und dann ist mir einfach, okay, wenn ich jetzt Standard sage, dann weiß er sicher, das mussten wissen die Ersten sein, wenn Standard sind. Ich habe jetzt einfach gedacht, der Rot ist so Feuerfähigkeit und oft in Spielen, wenn man Fähigkeiten bekommt, ist Feuer so eines der Ersten, was man so irgendwie erlernt. Ja. Nein, also die Farbe hat überhaupt nichts mit
lustigerweise bei denen in dem Fall nichts zu sagen. Die sind einfach nur rot und sie sind Standard. Das heißt, die sind nicht vorherresistent oder sonst irgendwas. Oh, okay, ich kenn's halt. Was bei den Blauen halt lustig ist, die Blauen sind halt eben, die können schwimmen. Ja, die können nicht absaufen. Also die Blauen haben halt einen wirklichen Effekt zu ihrer zu blauen Art bekommen, aber die Roten halt eben nicht. Die Roten sind wirklich nur Standard. Okay. Gut. Hab ich Glück. Dann haben wir die. Gut, Karten wieder. Dann machen wir noch eine Frage, die 14. Weil dann sind wir, dann kommen wir zuletzt noch den letzten Fragen. Machen wir. Ja, passt. Gut, die 14. Frage, Skyrim. No. Welche ist die wichtigste Handelsstadt in Skyrim? Ist es A, Windheim? Ist es B, Weißlauf? Ist es C, Drachenbrügge? Oder ist es D, Helgen? Kannst du nochmal die Antworten bitte sagen? Ja. A. Windheim, B. Weißlauf, C. Drachenbrügge oder D. Helgen. Puh, auch wieder nur raten, Mann, Alter. Muss gestehen, aber kann ich auch nur raten. Runde für Runde raten. Ja, wirklich, da kannst du nichts anderes machen. Eingeloggt. Ich habe das Spiel zwar hardcore gespielt, aber... Was? Ja. Pass auf, alle haben eingeloggt. Alle haben eine verschiedene Antwort eingeloggt, ja. Und einer von euch ist richtig. Hey. Hat keiner von euch Skyrim zockt? Moment. Ich hab keiner Skyrim zockt, ja. Reden ja auch nicht? Na, ich glaub nicht. Was ist mit euch? Das ist so traurig. Dann wissen wir auch jetzt, wer die richtige Antwort gegeben hat, nämlich Carlo. Die Antwort B, Weißlauf. Weißlauf war die wichtigste Handlung. Aber ihr vertraut, muss ich sagen, von den Namen. Deshalb habe ich Weißlauf genommen. Das heißt, der Endstand in der zweiten Hälfte liegt bei Aga. Du hast jetzt zweimal minus 1 gekriegt, gell? Ja, jetzt bin ich bei 7. Bei 7. Carlo ist jetzt bei 13, 12, 13? Was, Punkte? Ja. Naja. Ja, sogar 16. 16. 2, 4, ah ja, 16, ja, passt. Und René? 3. 3, genau. 3. Übersichtlich. Ja, er nimmt die Nummer 3, denn er wurde gewählt zum Lenken, nicht zum Denken. Ja? Genau. Na gut, meine lieben Freunde.